Das war mal ein Fight in der letzten Folge gegen diesen Chimera hier. Holy fuck. Aber cool, es hat echt Spaß gemacht. Oh, da leuchtet's. Das ist sehr gut, dass wir es noch gefunden haben. Stromkern der 8. Generation für Chimera Prototyp. Den nehmen wir mal mit. Öffnen den Container. Wir können auch ein bisschen was einstecken, bevor wir weitergehen. Was denn da hier? Splittergranate, Itemkomponenten. Muss mal ein bisschen. Gehen wir hier lang. Okay. Bisschen Zeug noch einsammeln. Muss demnächst mal ein bisschen Upgrades machen, ein paar Sachen craften. Ist immer so spannend. Man hat immer so viel zu tun. Man möchte das machen, man möchte craften. Jenes und dieses aufleveln. Nova. Machen wir aber auch noch. Hoffentlich ist das keine Sackgasse. Vielleicht am Ende dieser Folge. Meinte, die Tunnel sollten uns bis zur Liz Crest Street führen. Schon was von ihr gehört? Nee, Totenstille. Immer noch. Verdammt. Komm schon. Fuck. Ich glaube, am Ende dieser Folge mache ich ein bisschen Crafting und Upgrades. Das ist und so. Eine Luke. Wir könnten springen. Ich habe ja die Sprungbeine. Ich habe mich, glaube ich, vor den Kopf angestoßen. Ich bin mit aufgeladenen Beinen einfach mal hochgesprungen bis an die Decke. Gleich ein Intelligenz verloren. Und nochmal. Warte mal, wie? Wir müssen kurz nachdenken. Was ist los? Mir gefällt das nicht. Kannst du Somé nochmal erreichen? Okay, probieren wir's. Okay, ich versuch's mal. Wie ein Songbird. Wir machen uns langsam Sorgen. Song, bist du noch da? Keine Antwort, hm? Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Oh, Johnny ist zurück. Ich hab dich mega vermisst, Johnny. Nicht ganz so begeistert, Kleiner. Vielleicht brauchst du mich ja noch. Und? Hast du sie erreicht? Nichts. Keine Antwort. Scheiße. Was ist da passiert? Mit Somé meine ich. Ich weiß bloß, dass sie die Kontrolle über den Spider-Mac verloren hat. Und über sich selbst. Leichte Untertreibung. Sie hat gleichzeitig die Chimera kontrolliert, die Lage überwacht und mit dir kommuniziert. Trotzdem, irgendwie komisch. Naja, beim Netrunning läuft man immer Gefahr, verbrannt zu werden. Nein. Unmöglich. Somé hatte in letzter Zeit schlechte Tage. Vorübergehende Probleme. Aber sie ist sicher auf dem Weg zum selben Ort, an den sie uns auch geschickt hat. Das wäre zumindest vernünftig. Na klar, vernünftig. Das Vögelchen wird völlig verkatert sein, falls sie auftaucht. Wieso denn falls? Weil ich eben auf demselben Trip war wie sie. Hab mich gefühlt, als wäre ich unter Wasser. Ich wollte auftauchen, aber dieses erdrückende, dröhnende Geräusch zog mich runter. Und als sie die Kontrolle über die Chimera verloren hat, wurde das Wasser zu kochendem Teer. Das klingt alles echt übel. Aber sowas von. Vielleicht war es auch eine Überlastung. Habe ich schon bei Runnern gesehen. Das ist richtig übel. Also, können wir weiter? Ich habe mich ein bisschen an Metro gerade hier. Wir gehen jetzt nach Südwesten. Ich habe den Eindruck, wir laufen im Kreis. Song hat was von einem verlassenen Gebäude gesagt. Ein Versteck, keine Hitzesignaturen. Halbwegs sicher. Hoffentlich stimmt das, Somé. Komm, hilf mir doch mal. Okay. Und los! Eine Weggabelung? Damit haben wir nicht gerechnet. Also, wo lang jetzt? Eine Idee? Wir nehmen halt einfach einen. Gehen wir hier lang.
Ja. Sieht gut aus. Sieht super gut aus. Ah, unsere Haltestelle. Hier rechts, siehst du? Hier ist unser Ausgang. Scheiße, endlich. Ach, ich werde wochenlang modrig riechen. Schau mich mal kurz ein bisschen um. Okay. Ein Wartungstunnel. Da können wir uns durchzwängen. Mhm. Siehst du was? Nein, hier geht's nicht durch. Zeitverschwendung. Diese ganzen Tunnel wurden nie fertiggestellt. Wir haben ein bisschen verschiedene Wege, die wir gehen können. Was ist denn hier? Was ist, wenn ich hier runtergehe? Soweit, so gut. Wir müssen hier raus, und zwar schnell. Elizabeth Crest Street. Bullheaded Betty, so wurde sie genannt. 9-mal wiedergewählt. Unglaublich, oder? Die hatte ihren Arsch an den Stuhl geschweißt, glaube ich. Witzig, dass man ausgerechnet in Night City eine Straße nach ihr benannt hat. Ist da jemand etwa neidisch? Bitte, wieso neidisch? Klang aber wirklich ein bisschen neidisch. Echt nicht besser, ey. So. Wieder besser. Was ist los? Bist du verletzt? Könnte man so sagen. Eine alte Wunde. Eine, wegen der du fast umgekippt bist. Ich habe einen experimentellen Arasaka-Biochip im Hirn, der mich umbringt. Somi meinte, sie kennt eine Lösung. Warte. Du meinst den Relic? Ganz genau der. Die geheime Tech, die jemand von Arasaka geklaut hat. An dem Tag, als Saburo seiner Sterblichkeit erlegen ist. Bingo. So hat Sumi dich also kontaktiert. Und das erklärt auch, was für eine Abmachung ihr getroffen habt. Danke für deine ehrliche Antwort. Wenn wir überleben wollen, müssen wir zusammenhalten. Mal gespannt, ob Somi mir da wirklich helfen kann. Wir haben alles immer nur so halb vielversprechende Spuren insgesamt. Deswegen greifen wir nach jedem Strohhalm. Erwartest du mehr Ärger? Heute Nacht? Ganz bestimmt. Wir sollten auf alles Mögliche vorbereitet sein. Achter Stock, wir sind da. Super Ort für einen Hinterhalt. Hoffentlich denkt sich das sonst keiner. Sind wir da? Ich kenne mich hier nicht aus. Ich glaube schon. Ich gebe dir Deckung. Auf drei. Eins. Zwei.
Verlassen aus. Und stockfinster. Wie überall. Bist du, Somi? Wir sind wohl vor ihr da. Sieht so aus. Dann warten wir. Wobei ich lieber nicht im Dunkeln sitzen würde. Strom wäre nützlich. Dann könnten wir auch das Radio zum Laufen bringen. Wieso? Brauchst du deine tägliche Dosis Propaganda? Wir müssen wissen, wie die Lage aussieht. Das sieht echt, was ich gerade gedacht habe. Allerhöchste Zeit. Woran mich diese Szene, dieser Ausblick erinnert hat? Sieh dich mal um. Bin gleich wieder da. An Aladdin. Wo er mit Jasmin oben über den Dächern ist. Und auf die Stadt. Was auch so ein bisschen abgerupft aussieht. Siehst du diese dreckigen Lumpen an? Diese dreckigen Lumpen sind nicht auf jedem Bildschirm in der ganzen Stadt zu sehen. Im Gegensatz zu meinem Anzug. Sieh dich mal um. Bin gleich wieder da. Oh, scan die Umgebung. Hört dir das mal an, wie postmoderne Kunst. Eher ein selbstgebastelter Generator. Vielleicht bringen wir den zum Laufen. Aha. Alter Thornton-Motor. Ziemlich im Eimer. Aber mit etwas Chew-2 drin. Wenn das noch gut ist, könnte der Motor laufen. Aber ohne Energiequelle startet er nicht. Von mir aus? Aber jetzt, wo mal niemand auf uns schießt, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Du nicht? Schlechtes Gefühl nicht wirklich. Die Sache, ob sie uns halt helfen kann, ist ja eine Frage. Du? Ein schlechtes Gefühl? Unglaublich. Songbird, Netrunner der Oberklasse, verspricht uns ein Allheilmittel und löst sich in Luft auf. Myers, verlogene Politikerschlampe, die irgendwer aus Washington rücklings abstechen wollte. Wer und warum? Keine Ahnung. Oh, und Kurt Hansen und sein verfickter Raketenwerfer. Echt geil. Mich juckt's irgendwie in den Eiern, als ob mir jemand was verheimlicht. Also, dass wir nicht alle Details kennen, davon bin ich auch mal überzeugt. Du meinst, Songbird hat uns nicht alles erzählt? Die Frau ist ein Mysterium. Ich stehe auf sowas, aber glaub mir, das geht nie gut aus. Naja, wir hatten ja auch kaum Zeit zu reden bei all dem Gerenne. SF-1, Rennen. Chimera, Rennen. Schon, aber ich habe Fragen an die Kleine. Hoffentlich kriegen wir noch Antworten. Aber gut, bring erstmal den Strom zum Laufen. Also eine funktionierende Batterie. Schallplatte. Immer mit. Tagebuch der Bewohner. Geht's um den Generator? Jacke mitgenommen. Naja. Okay, das sieht ganz gut aus. Alles okay bei dir? Ja, ich kann mich
mich alleine anziehen wie... Auch wenn ich das seit 12 Jahren nicht mehr muss. Okay. Ich wollte nur kurz sicher gehen. Weil ich so zuvorkommend bin. Rein mit dir. Schmeiß ihn an. Drück mir die Daumen. Dann wollen wir mal. Geile Scheiße. Ja, schau einer an. Guck mal, was ich hab. Was meinst du? Im Kühlschrank ist noch mehr. Hier, hast du dir verdient. Du siehst echt scheiße aus. Naja, andere Länder. Gönn dir eins. Da würde ich dich glatt wählen, Madam President. Als wärst du wahlberechtigt. Vielleicht ein kleines Geschenk von Songbird? Das ist ein netter Gedanke. Zurück nach Night City. Die Mutmaßungen über das abgestürzte Passagierflugzeug nehmen kein Ende. Vertretern der NUSA zufolge war Präsidentin Rosalind Myers bei der Katastrophe an Bord. Die Behörden der Stadt haben noch kein offizielles Statement veröffentlicht. Im Gegensatz zu einer nicht unbekannten Persönlichkeit. Kurt Hansen, der selbsternannte Anführer von Dogtown, berief heute eine Pressekonferenz ein, um sich zur Lage zu äußern. Offensichtlich wird mir das hier angehängt. Die NUSA sind seit Jahren hinter mir her. Ich bin sicher nicht perfekt. Aber ich bin noch nicht lebensmüde. Ein Mordanschlag auf die Präsidentin der NUSA, als ob. Das ist keine Kleinigkeit. Jeder Zuhörer sollte nach den wahren Beweggründen hinter diesem Spektakel in Dogtown fragen. Die NUSA würden liebend gern ihre Armee nach Dogtown schicken. Aber wird ihnen das reichen? Nein. Ihr, die Bewohner von Night City, seid als nächstes dran. Scheiße. Ich sage es euch. Scheiß drauf. Der nächste Krieg. Dieser Neandertaler ist clever. Vielleicht zu clever. So ein Müll. Das glaubt doch keine Sau. Oh doch, die Leute glauben es. Sonst würden die Reporter nicht mit ihm reden. Der größte Staatsfeind von Night City kriegt ein Interview in den Nachrichten. Lächerlich. Wenn irgendein Unbekannter einen Krieg auslösen will, wäre ein Anschlag auf mich ein super Anlass. Ja, also jetzt sofort sagen, dass wir noch leben, vielleicht schwierig. Erstmal unten bleiben, ob wir dann in 1-2 Tagen uns melden. Das macht dann auch keinen Unterschied. Ein weiterer Grund für uns hier zu bleiben. Wir haben schon genug Rätsel. Songbird, Washington, Hansen. Und noch mehr. Sehe ich auch so. Erstmal rausfinden, was hier los ist. Schritte. Songbird? Könnte schon sein. Wer weiß. Das ist unser Glückstag, Chumba. Ein Penthouse mit geiler Aussicht. Und funktionieren im Licht? Schon irgendwie seltsam. Immer nur am Motzen, Alter. Echt. Spielverderber. Du wolltest doch leichter an die Fallschirmabwürfe. Tada! Wie? Wir müssen die ausschalten. Komm schon, Mann. Sehen wir uns mal ein bisschen um. Warte. Ich will mit denen reden. Hoffentlich weißt du, was du tust. Waffen ablegen, sofort! Was zur Hölle? Ich sag's nicht nochmal. Hey, 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 chill mal. Wir suchen nur nach einem Ort für die Nacht. Der hier ist besetzt. Siehst du? Okay. Aha. Komm mir nicht so nah. Ich will nur mit euch reden. Ihr seid selbst schuld! Erst soll ich ihm zu nahe kommen, sagen tun sie aber auch nichts. Alles in Ordnung, wie? Ich hatte keine Wahl, wer auch immer diese Typen waren. Ja, sie mussten zumindest dann, wer die Präsidentin war. Das hätten sie einfach mal nicht sagen sollen. 2 Probleme weniger. War nicht schön, aber notwendig. Ja.
Da hast du recht. Die Leichen. Wir sollten sie loswerden. Im Flur ist eine Müllklappe. Ich hab auch kurz ein bisschen chillen können. Ich wollte mit ihnen reden. Noch ein Problem weniger. Weiß nicht, wie es dir geht, aber mir reicht's für heute. Und für morgen auch schon. Ich brauch Schlaf. Hier? Was, wenn noch mehr kommen? Dafür haben wir den Müllschacht. Dein Ernst? Komm schon. Das war mir genug Überraschungen für einen Tag. Immer noch nichts Neues von Sumi? Funkstille. Sie ist noch nie so lange verschwunden. Irgendwie besorgniserregend. Also, was ist, wenn Songbird nicht kommt? Wir warten auf sie. Mehr können wir gerade nicht tun. Wenn sie nicht kommt, dann haben wir noch eine weitere Option. Aber das können wir morgen entscheiden. Wir sollten uns ausruhen. Das ist alles echt surreal. Was denn? Ich könnte jetzt zu Hause sein. Normalerweise würde ich die Abendberichte lesen, mit einem Wasserglas und zwei Schlaftabletten. Klingt nicht, als würdest du das vermissen. Wir sehen uns morgen, wie. Sie ist nicht da. Also kommt sie auch nicht. Du hast Hansons Jagdmeuten gesehen. Vielleicht wurde sie erwischt. Möglich. Und das bereitet mir große Sorgen. Ich muss sie finden. Man lässt seine Leute nicht einfach zurück. Glauben Rekruten diesen Märchenscheiß noch? Egal, was passiert ist, sie braucht unsere Hilfe. Hör mal, die Nacht war zwar ruhig, aber du musst aus Dogtown weg. Wie denn? Auf gut Glück im Kofferraum versteckt? Hansen wartet doch nur auf so eine Verzweiflungstat. Schon, aber irgendwie muss das gehen. Ich kenne viele Fixer. Einer von denen... Vergiss es. Die verkaufen mich an den Meistbietenden. Wir brauchen einen neuen Plan. Wir brauchen keinen Plan. Wir brauchen eine Person. Und zwar Solomon Reed. Vor 7 Jahren war er Leiter unserer Geheimdienstoperation in Night City. Er und Somi waren ein Team. Nach dem Konflikt wurde er zum Schläfer. Also ist er noch da draußen. Reed ist prinzipientreu. Er lässt sich nicht bestechen oder beeinflussen. Wenn wir jemandem vertrauen können, dann ihm. Ein Schläferagent? Echt jetzt? Erzähl mir mehr, wenn das jetzt kein Staatsgeheimnis ist. Ist es. Und zwar ein sehr gut gehütetes. Wenn du deine Interessen in einem fremden Land wahren willst und die Diplomatie versagt, brauchst du andere Mittel. Wie einen Militärputsch? Das ist eine Option. Solomon Reed ist eine sicherere. Dieser Reed klingt wie ein Ass im Ärmel. Warum spielst du es erst jetzt? Weil man einen Schläfer nicht mal ebenso aktiviert. Man braucht eine Hundepfeife. Eine was? Sag ihm nicht, dass ich das so genannt habe. Ein Signal, das nur Reed hört. Etwas kompliziert. Vor dem Krieg gab es einen geheimen Kommunikationskanal, der FIA. Ein Zugriffspunkt in einem Capitan Caliente in der Nähe. Der Zugangscode war 0931. Hab ein mieses Gefühl wie... Meinst du analoges Festnetz?
Hat der Absturz die Zeit zurückgedreht? Geheime Daten verschickt man am besten über die Technologie, die sich am schlechtesten abfangen lässt. Das Caliente sollte noch angeschlossen sein. Steht der Besitzer auf Antiquitäten? Zumindest auf Regierungsgeld. Und vielleicht lebt er ja noch. Denk dran, 0931. Okay, klingt machbar. Und mir wäre Diskretion lieber als Zerstörung. Verstanden? Aha. Und was passiert dann? Reed wird dich überprüfen. Dann zeigst du ihm das. Das heißt, dass du für uns arbeitest. Was zum? Mit einem Eintrag in der FIA-Datenbank. Moment mal. Heißt das, ich bin jetzt Special Agent? Richtig. Willst du den Eid schwören, damit es sich echt anfühlt? Also, nee, lassen wir die Förmlichkeiten. Gibt's ein Problem? Ein ganz schön großes Versprechen. Ich schwöre nichts, woran ich nicht glaube. Wie du willst. Das kam ja auch sehr plötzlich. Viel Glück da draußen, Vi. Und lass dich nicht erwischen. Also diese Verbindung ist ja schon ein bisschen überraschend. Im Trailer. Also im Trailer hat man ja gesehen, kann auch mal drüber nachgedacht, dass Somi ihn eigentlich verraten hat. Sie haben ja, er war auf dem Weg aus der Stadt, aus Night City, nach einem Auftrag. Somi war ihr sein Kontakt, seine Kontaktperson. Und dann haben sie ihn ja irgendwie da einfach hängen lassen. Deswegen bin ich nicht ganz sicher, warum er ihr jetzt helfen sollte. Und auch der Präsidentin damit. Das werden wir wohl erfahren, wenn wir Reed treffen. Das kommt ein bisschen überraschend, finde ich. Ah, ist nur fürs Net, okay. Ist auch irgendwas Interessantes hier? Sieht nicht so aus. Können wir uns hier mal verabschieden. Also, ich mache mich auf den Weg, ne? Bis später. Eigentlich wäre jetzt hier mal, wo wir noch ein bisschen in Sicherheit sind, schon der richtige Zeitpunkt, um mal kurz ins Crafting zu schauen. Erstmal gucken wir, ob wir noch bessere Waffen inzwischen haben. Handfeuerwaffe. 98,51. Ist auch eine Unity. Die andere ist ja nur ein bisschen schwächer durch den Schalldämpfer. Der Rest ist einfach identisch. Jetzt dann können wir die mal zerlegen. Eine Powerpistole 37,5. Holy moly. Der Rest ist alles ein bisschen schlechter, aber ehrlich gesagt, das klingt ein bisschen geiler. Ups. Ich habe noch einen. Die Mods kann man leider nicht rausnehmen, schade. Das ist die Nui. Die haben wir gerade im Apartment gefunden. Ich weiß nicht, ob das einer von den beiden Kollegen gedroppt hat. Vergleicht jetzt eigentlich gerade nicht mehr mit Tab. Okay. Den Vergleich nicht mehr. Na egal, wir wissen ja, was das ist. 33, 37. Was hat die für einen Mod? Nachziehen der Waffe. Das heißt, man muss aber die Waffe ziehen. Das ist ein bisschen. Das mag ich immer nicht so. Naja. Okay, die Waffe hat ein so niedriges Level oder was? Bräuchte man einen besseren Schalldämpfer? Müsste auch mal geben. Schnellen Handfeuerwaffen. Das sind jetzt nix. Powerpistole, die können wir mal auseinandernehmen. Und noch interessant ist, dass Panzerdurchdringung hat die mehr. Das ist Aufladezeit, das finde ich furchtbar. So, kann ich hier jetzt irgendwie dann upgraden? Das habe ich noch gar nicht gemacht. So. Itemherstellung. Und dann kann ich. Ups, das war das Falsche. Upgrades. So. Ist das die Hand?
Das ist die. Die kann man upgraden auf Level 2. Dann ist sie ein bisschen besser. Immer noch schlechter als die andere. Wo sie höhere Crit-Chance hat. Die Sache ist, die mit der Crit-Chance ist nicht so wichtig. Was heißt, wie ist die denn? Die ist ja kompletter Shit. Was kostet mich das denn, das zu upzugraden? Ja, 75, ja, gar nicht so wenig. Gucken wir noch in die Herstellung. Auch nicht so überzeugend, ehrlich gesagt. Die Frage ist, wie oft kann ich die upgraden? So, wir machen das einfach mal zum Gucken. Danach brauchen wir die als nächstes, wird sie dann. Hat sie 35 Schaden. Mit Querschläger. Ja, einfach mal zum Probieren. Ist jetzt immer noch nicht besser, leider. Nochmal schauen, wenn ich jetzt. Ein bisschen aufgestiegen. Die ist immer noch Schrott. Vielleicht ziehen wir uns auch gleich mal was Neues an, wenn wir schon mal hier unterwegs sind. Was haben wir denn? Das GOG Galaxy Shirt. Ein Wolf Shirt, ein BH. Okay, warum zeigt er den nicht an? Wechselt einfach meine Klamotten nicht, aus Gründen. Seltsam. Hey, gut, dass du diesen Fascheeid nicht geschworen hast. Ach ja? Manche Sachen sind es wert, ihnen sein Leben zu widmen. Aber nicht das. Aha. Und wie kommst du darauf? Weil die sonst ihre Faust auch dann noch in deinem Arsch haben, nachdem der Auftrag durch ist. Ich war ja mal ein Konzernsoldat. Hab mich regelrecht in die Uniform gestürzt. Die waren so geil auf ihren verfickten Eid. Sprechen Sie mir nach, bla bla bla. Aber was ich damals geschworen habe, keine Ahnung. Willst du wirklich darüber reden? Eins muss man dir lassen, V. Du bist schlauer als ich damals. Dieser Rauch da. Dogtown hat einen neuen Papst. Oder Space Force 2 ist abgestürzt. Ich bin zwar neugierig, aber wir haben uns um einen Anruf zu kümmern. Ja, jetzt ist in die Open World da. Jetzt können wir machen, was wir wollen im Prinzip. Wir können uns natürlich jetzt einfach um die nächstliegende Sache kümmern. Um Solomon Reed. Wir können einfach irgendwas machen, worauf wir Bock haben. Aber es bietet sich eigentlich schon an. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Jetzt sind wir auch nicht mehr gesucht. Das heißt, dann mal ruhig an den Bargäst vorbeilaufen, ohne dass wir sofort erschossen werden. Wie? Du bist in Dogtown. Lass mich dir einen Tipp geben. Sei vorsichtig. Hans? Wow. Was hast du denn hier zu schaffen? Hier schlägt das Business-Herz von Pacifica wie. Hier werden die guten Deals gemacht. Wir treffen uns also endlich mal persönlich? Dazu sage ich weder ja noch nein. Statt einer Antwort gebe ich dir lieber Arbeit. Hoffe, du nimmst an. Eins noch.
Ich weiß nicht, wie du über die Grenze nach Dogtown gekommen bist, aber ich vermute nicht durchs Haupttor. Ist aber auch nebensächlich. Zukünftig kommst du jedenfalls problemlos rein und raus. Name und Gesicht sind jetzt im System. Ab sofort kommst du ungehindert über die Bezirksgrenze. Ich melde mich wieder. Das ist immer praktisch. Lebens. Ich bereue es schon jetzt. Achtung, an alle Bewohner von Dogtown. Kurt Hansen hier. Was war denn da? Neue Fahrzeugmission? Familie, okay? Bitte. Beschreibung: ein riesiger Drecksack mit voller Gesichtsplatte. Okay. Hab ich ein bisschen zu spät geguckt. Ich wusste nicht, wer ist. Oleg Belousov. Sie haben den zu helfen, ist ein bisschen spät jetzt. Bewaffnet, gefährlich. Bei Kontaktversuchen nicht ansprechbar. Ohne Vorwarnung schießen. Das wäre alles. Was denn jetzt schon wieder? Wenn mir jetzt gleich Akku etwa. Meine neue Pistole mal ausprobieren. Wollt ihr Ärger haben oder was? Du Wichser bist erledigt, ich schwör's dir! Tut es mir schon ein bisschen leid, dass ich ihm vielleicht helfen können, zumindest ihm noch. Weil wenn ich irgendwo reinstolper, ich weiß ja nicht, wer hier mit wem zu tun hat und warum. So, was ist das jetzt hier einfach? OA, Benachrichtigungssystem, was ist das denn? Sei dabei, wenn musikalische Universen aufeinandertreffen. Ah ja. Radiowerbung. Na dann, darauf antworte ich jetzt aber nicht. Jetzt noch über den Treffern. Die Drohnen hatten recht, du bist es wirklich! Das muss Schicksal sein! Herr Kapitän, trackst du mich? Hier in Dogtown? Nein, doch nicht dich, sondern den Wagen! Bring mir das Baby, dann erkläre ich dir alles. Sende Koordinaten. Okay. Gesucht werden, können wir nicht einfach so durchbrettern. Hey, hau ab, Zoom! Aber gut, dass wir jetzt da durch können. Ich mach den Pisser persönlich kalt. Vorsicht, wie? Da ist jemand mächtig angepisst. Aufpassen, bin jetzt auch ganz gut getroffen gerade. Au, von hinten noch. Sauber. Was für Schweine. Verpisst euch mal! Lass mich nicht noch überfahren. Doof, dass du hingestellt hast.
Pistole ist dafür echt nicht geeignet. Die ist ganz gut, um selber zu zieren. Achso, mit rechten Maus kann ich auch besser selber zieren. Das ist besser. So, Baby. Abhängen. Ich neutralisiere einfach mal mit der Karre, die abhängen. Nur den Shit einsammeln. Oh. Da ist was lila. Sag bloß, ich krieg das jetzt nicht. Ich halte ja ein bisschen was aus. No. Schweine. Der Effekt ist ein bisschen schlimmer, als es tatsächlich dann sich auswirkt. Mann! Schöne Loot, das ist das Schlimmste im Rollenspielen. Man Loot nicht bekommt. So, eigentlich hätte ich es gar nicht vor. Ich dachte, ich hätte die Karre irgendwo anders hinbringen sollen, in Dogtown. Naja, bin ja schnell wieder zurück. Da fällt einer noch schlimmer als ich. What the fuck? Warum sind denn alle auf mich? Alter, was ist denn hier los? Arschgeigen. Aber so eine Scheißkarre. Die Ausmaß bei dir ist ein bisschen albern. Fuck! Welcher Affe hat diese verfickte Zündung eingebaut? Verschissene Schrottkarre! Nimm das Fahrzeug. Ja, ich hab's auch gerade abgeliefert. Angegebenen Ort, ja. Stand ich noch nicht perfekt? Jetzt. Ein Millimeter falsch stand ich noch. Lässt mich auch raus, du hast jetzt hier das Tor zugemacht und muss hier außen rumgehen. Wie? Hast du das Teil mal gescannt? Schrott! Sieht gut aus, ist aber nutzlos. Bei dir ist es immerhin andersrum. Was? Ah, chill mal, war nur Spaß. Los, steig ein. Bei dem beschissenen Wetter friert mir sonst noch der Schwanz ab. Ist ja nicht viel abzufrieren bei dir. Ist das Teil auch geklaut? Oh, geklaut? Wie? Du brichst mir das Herz. Schieß los, Cap. Was ist dein Plan mit den Karren? Bist ein Speed-Junkie, hm? Ich auch. Also erstens, die Karre, die du gebracht hast, ist in einem üblen Zustand. Jeder Kratzer kostet mich Geld, okay? Zweitens, ich verkauf sie. Drittens, in Dogtown gibt es jede Menge Chancen. Und viertens, das ist kein Plan, sondern kreative Arbeit. Mhm. Elektronikprobleme hängen bei Mizutani Shion MZ2 häufig mit dem Bordcomputer zusammen. Soll ich es mir mal ansehen? Wow, 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 mach mal halt irgendwie. Es gibt Dinge, an die lasse ich niemanden ran. Dazu gehören meine Klamotten, meine Frisur
Und du ahnst es? Meine Autos. Ich hab's nur gesagt. Das ist natürlich alles drei top bei dir. Auto, Klamotten und vor allem die Frisur. Was wollten diese Verkehrshindernisse von mir? Sixth Street? Nur eine Meinungsverschiedenheit. Daran wirst du dich gewöhnen müssen, wenn du für mich arbeitest. Verstehe. Und wie soll diese kreative Arbeit aussehen? Wir beide kassieren ganz easy und schnell ein paar Eddies ein. Pass mal ganz genau auf. Ich hab da so eine Gabe. Sagen wir, einen sechsten Sinn. Ich spüre es, wenn eine Karre einen neuen Besitzer braucht. Manchmal schlägt mein Radar in Dogtown aus, manchmal in Night City. Klar. Und ein sechster Sinn sagt dir, ich soll die Karren zu so einem Chop-Shop bringen? Oh. Chop-Shop? Ich bitte dich. Du bringst mir Karren, wir machen Kohle. Das Ganze ist natürlich Teil eines größeren Plans. Mhm, what? Sieh an. Wurde es verfolgt, was? Glaube ich nicht. Nein. Chill mal, das ist meine Hut. Ich red mal mit denen. MCPD, ihr Wichser. Sind eure Hackfressen auch registriert und angemeldet? Das glaub ich ja jetzt wohl nicht. Bist du des Wahnsinns, Daniels? Kommst du in Uniform, um eine geklaute Karre abzuholen? Das ist auch meine Hut, Muammar. Hey, besorg mir mal ein Villefort Alvarado für meinen Chef. Ich bekomme dafür die Tech für unseren Plan. Nicht zu fassen. El Capitan besticht die Bullen? Ich bin schockiert. Gibt es hier noch ehrliche Cops? Nicht mehr viele. Denen fehlt die nötige Weitsicht, wenn du verstehst, was ich meine. Nova, danke für die Ads. Die Registrierung ist auf dem Weg. Siehst du? So läuft das, Biss. Komm, es regnet nicht mehr. Das war einer meiner Kunden. Wie sieht's aus? Machst du mit? Was genau ist das für ein Plan? Fahr für mich und du findest es bald raus. Also, machst du jetzt mit oder nicht? Ich fahr sowieso die ganze Zeit rum. Da kann ich auch das eine oder andere aufgabeln. Aber lohnt sich das wirklich für mich? Ach komm, El Capitan sorgt für dich. Ich besorg dir Jobs und du sahnst fett ab. Das nenne ich mal Win-Win. Ich nehme dich beim Wort. Mach das. Mal sehen, was der Morgen bringt. El Capitan meldet sich bei dir. Tja, jetzt kriegen wir Koordinaten für Fahrzeugaufträge. Und dann müssen wir es irgendwo abliefern, Verfolger loswerden. Okay. Können wir halt machen, wenn wir Bock drauf haben. Hier noch aussieht. Damit habe ich nichts zu tun. Die waren schon vorher tot. Außerdem haben sie mich angegriffen. Das dürfen wir ja mal nicht vergessen. So, zurück nach Dogtown. Das ist ja unser eigentlicher Plan gerade. So ein Nebengig mit dem... Ups. So ein Nebengig mit den Fahrzeugen kann man ab und zu mal machen, aber ist jetzt nicht so wichtig für uns. Obwohl dieser Übergang cool ist von Night City nach Dogtown. Come on.
Perfekt. So, vom El Capitan zum Capitan Caliente. Also schick ist es schon, also war es mal schick. Man sieht noch, was davon übrig ist. Und eindrucksvoll, vielleicht nicht schick. Diesmal. Müllverbrennungsanlage? Verlassene Encard-Station? Im Süden von Japantown. Da gibt es einen Straßenmarkt. Auf einer Brücke über der Hauptstraße. Benutze den Fahrstuhl. Da verläuft man sich leicht. Ich bin schon unterwegs. Lass mich nicht warten. Ich glaube tatsächlich, dass der Takemura jetzt ein bisschen warten muss mal. Weil wir gerade im Dorftown unterwegs sind. Jetzt will er mich gerade zum Afterlife schicken. Mir automatisch die neue Quest angeleiert. Ich habe nicht drauf geachtet. Weg damit. Wir wollen Kapitän Caliente. So, keiner fasst hier mein Moped an, ja? Ich würde sagen aber, der ist Capitan Caliente und Solomon Reed. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Weil ich richtig Bock einfach. Ich habe so richtig Bock hier, erstmal die Mission zu machen, Dogtown weiter zu erkunden. Sieht einfach alles sehr geil aus. Ihr hoffentlich auch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.